Knapp ein Jahr nach ihrem Tod ist das letzte Kunstwerk der amerikanisch-französischen Künstlerin Niki de Saint-Phalle vollendet. Es ist die Neugestaltung einer Grotte in Hannover. Die Innenräume aus der Barockzeit wurden nach den Plänen der Künstlerin mit Glasmosaiken, Steinen und Figuren ausgestaltet. Die Grotte ist ab morgen täglich für Besucher geöffnet.